My glass almost empty, right? Soll ich das dir geben? Wie übst du Improvisieren? Das ist aber eine schwierige Frage. Übe ich überhaupt Improvisieren? Ich glaube, ich mache es einfach. Für mich ist Improvisation eigentlich nicht etwas, das sich auf die Bühne beschränkt oder auf die Musik beschränkt, so, sondern eigentlich eine Haltung, die ich auf alles übertragen könnte, schlussendlich. Für mich geht es vor allem darum, auch quasi eine Fähigkeit zu erwerben, jederzeit in jede Richtung gehen zu können, ohne mich dafür irgendwie 10 Minuten vorbereiten zu müssen. In dem Sinne ist es für mich mehr ein Zustand, den es zu erreichen gibt. In diesem Sinne übe ich Improvisation in jedem Moment, in dem ich irgendwie bewusst durchs Leben gehe und nicht quasi mit einer fixen Vorstellung oder einem Wunsch so beschäftigt zu sein. Wie gehst du mit Fehlern um? Magst du? Fehlern geschehen und sind dann weg. Also, das klingt ja irgendwie blöd, aber die sind ja schon vorbei. Letztendlich ist es ein Lernprozess. Es gibt Situationen, die uns überraschen im Leben. Du kannst nicht ständig bei dem Fehler bleiben, um herauszufinden, warum war dieses Fehler und was habe ich da falsch gemacht, sondern dich selber entschuldigen. Ja. Ja. Also du meinst dir selber den Fehler zu verzeihen. Ja, ja, verzeihen. Das ist die Chance, denke ich, um uns selber zu erneuern im Positiven hin. Und dafür bietet mir die Improvisation immer mehr und mehr über die letzten Jahre diese Möglichkeit, mich zu entwickeln auf eine seelische Art und Weise, auch körperlich, geistig, technisch. Ich lerne immer noch neue Dinge. Meine Stimme überrascht mich ständig. Und dies zeigt mir, dass wir unerschöpflich sind. Das Konzept von falsch und richtig scheint mir eh immer mehr und mehr absurd. Also ich meine, ein Fehler bedeutet, als man macht etwas anderes, als abgemacht ist. Okay, ja, wie du sagst, es ist passiert und wie gehen wir davon weiter? Und oft sind ja genau diese Ereignisse sind die, von denen wir am meisten lernen, wenn was anderes passiert ist, als wir erwartet haben. Wenn man sagt, das war kein Fehler, das war eine Alternative. Etwas Neues, womit ich jetzt entscheiden kann, ob ich damit weiter vertiefen möchte und hineingehen und arbeiten und entwickeln oder ignorieren. Ja, ja, beides ist möglich. Easy. Man kann auch einfach sein lassen. Life goes on.